Ich habe gelogen. Eine Sache muss ich noch nachschieben. Und zwar eine sehr spezielle Geschichte, die immer dann ein Problem macht, wenn wir jetzt gerne zum Beispiel ein Video oder irgendwas Audiomäßiges abspielen wollen, während wir aber gleichzeitig aufnehmen. Vielleicht erinnert man sich noch an meinen Workshop-Vortrag. Da habe ich ja Videos abgespielt. Diese Videos wurden dann über Lautsprecher im Raum verstärkt, während mein Mikro allerdings davor hängt. Und wenn ihr euch dieses Video, dieses Vortragsvideo nochmal anguckt, dann werdet ihr an den Stellen, wo was weiß ich, Lesch oder sonst wer sprechen oder diese Videos laufen, merken, dass da so ein komisches Echo im Audio drin ist. Das liegt daran, dass ich vergessen habe, einen Filter einzustellen, beziehungsweise zu setzen. Den hatte ich vorher zwar irgendwie konfiguriert, aber offenbar ist der wieder rausgeflogen oder ich habe ihn aktiv deaktiviert und habe es vergessen. Was passiert hier grundsätzlich? Ja, wir erzeugen eine Schleife. Also wenn ich jetzt hier zu Hause hingehe und ein Video abspiele oder Audio abspiele, dann wird das hier durch meine Anlage, das sind zwei Lautsprecher, die stehen links und rechts neben meinem Monitor, die werden wiedergegeben. Und dieses wiedergegebene Signal geht natürlich vorne wieder in das Mikro rein, mit dem ich aufnehme. Und so erzeugen wir so eine Schleife. Diese Schleife erzeugt dann so einen Echo-Effekt. Auf jeden Fall was, was man nicht haben möchte. Ich werde das mal ganz kurz zeigen, was passiert. Dazu nehme ich das Audio-Konfigurationsvideo mal von eben und spiele das einfach mal ab. Mal, sagen wir mal 140 Hertz. Durchaus mal so 6 dB wegzunehmen, das macht die ganze Sache ein bisschen weniger dick. Was für eure Stimme am besten ist, müsst ihr selber mal ein bisschen ausprobieren. Also, wenn ihr merkt, dass es zu dröhnig, müsst ihr Tiefen wegnehmen. Wenn ihr merkt, dass es deutlich zu unartikuliert, also man hört diese so viel dazu. Ihr müsstet hier auch so einen Hall-Effekt jetzt gehört haben. Wenn wir den nicht haben wollen oder den unterdrücken wollen, da gibt es einen Trick. Man kann das relativ geschickt konfigurieren, sodass, wenn ich Audio abspiele, gar nicht erst aufgenommen wird. Das ist möglich. Das schließt sich allerdings aus, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte, so wie ich das gemacht habe. Weil wenn ich dann den ganzen Kanal wegmute, dann ist wirklich alles weg von dem, was potenziell während so eines Videos ein Gespräch entstehen könnte. Es geht ein bisschen geschickter. Und zwar geht man hier nochmal auf die Filter und fügt hier einen weiteren Kompressor ein. Dieser weitere Kompressor kriegt jetzt aber eine etwas andere Aufgabe. Ich würde auch empfehlen, achso, ja, zwei Kompressoren mit gleichem Namen kann ich nicht einfügen. Das heißt, ich nenne ihn jetzt mal Kompressor 2. Diesen Kompressor 2 nehme ich und schubs ihn allerdings möglichst weit nach vorne in der Signalkette. Also in diesem Falle jetzt hier ganz nach vorne, ganz nach oben. Jetzt mache ich Folgendes: Ich setze die Schwelle von diesem Kompressor extrem weit nach unten. Also, man kann hier durchaus mal so minus mehr 40 dB oder sowas nehmen. Das ist sehr weit unten. Nehmen wir mal, um extrem zu produzieren, minus 50. Ferner gehen wir hin und sagen, das Verhältnis, mit dem er komprimieren soll, soll er extrem hoch wählen. Er soll extrem geringe Angriffszeit haben und eine etwas längere, ja, Freigabezeit. Jetzt fragt man sich vielleicht, was das soll. Normalerweise wäre es jetzt so, dass, und das hört ihr im Signal auch, dass das Signal extrem leise wird. Ich kann das jetzt wieder hochverstärken, aber der Gewinn ist weg. Außerdem klingt es jetzt, glaube ich, gerade extrem komisch. Jetzt machen wir aber eine Sache. Wir sagen, der Kompressor wird nicht durch mein Audio-File, also durch mein Mikrofonsignal gesteuert, sondern der kriegt als Steuerungseinheit das, was Desktop-Audio liefert. Jetzt bin ich nämlich auch wieder laut. Das muss man sich jetzt wie folgt vorstellen. Desktop-Audio ist das, was ich quasi über das Video abspiele. Das liefert momentan kein Signal. Wenn es kein Signal liefert, wird auch keine Schwelle überschritten. Wenn keine Schwelle überschritten wird, arbeitet der Kompressor auch nicht. Es ist eigentlich alles wie vorher. Es ist überhaupt kein Unterschied, ob dieser Kompressor jetzt drin ist oder ob der nicht drin ist. Wenn ich jetzt allerdings Desktop-Audio-Signale abspiele und tue das relativ laut, und mit relativ laut meine ich über minus 50 dB, was so viel wie völlige Stille ist, also sobald da irgendwas läuft, geht dieser Kompressor hin und drückt das Mikrofonsignal sehr weit nach unten. Das heißt, diese Schleife wird in diesem Sinne aufgebrochen. Also sobald jetzt Desktop-Audio läuft, wird dieser Mikrofonkanal hier genommen
und leiser gezogen. Zwar wird er nicht ausgemacht, sondern er wird eben nur sehr leise gemacht, sodass man das, ja, dass dieser Halleffekt nicht mehr so prägnant ist. Das hat den Vorteil gegenüber wirklich Abschalten, dass, wenn ich jetzt noch irgendwas dazu sagen möchte, ich das durchaus noch tun kann und man hört es neben dem Video schon. Aber dieser Hall ist erstmal weg, was ich euch jetzt auch zeigen kann. Ich spiele jetzt noch mal ein bisschen was aus dem Video eben ab und wir werden feststellen, das ist deutlich sauberer. 170 Hertz durchaus mal, oder sagen wir mal 140 Hertz, durchaus mal so 6 dB wegzunehmen. Das macht die ganze Sache ein bisschen weniger dick. So, ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Ich weiß nicht, wie oft man diesen Fall hat oder wie oft man das braucht, aber ich fand es eigentlich extrem praktisch und das ist, glaube ich, eine Sache, auf die kommt man nicht unbedingt selber. Also wichtig ist hier die richtige Quelle zu wählen, dass ich bei diesem Kompressor bitte sage, er wird gesteuert durch Desktop-Audio, also das, was ich eben als Video abspiele oder als Audio abspiele und diese relativ krassen Einstellungen vornehme. Ja, also man sieht, das Problem ist mehr oder weniger weg hinterher.